Hallöchen, ihr Lieben, ihr seht richtig, wir haben hier Diamond Art Gift Nummer 2. Es ist eine Bestellung eingetrudelt, die ich vor über 6 Wochen getätigt habe. Es sind fast 7 Wochen. Ich habe keine Reaktion bekommen. Irgendwann jetzt nach 7 Wochen kam das Paket an. Ich musste natürlich reingucken, was es ist, denn ich habe Dropshop-Kooperationen beendet. Die einfach gelöscht, die hatte ich zum Glück noch im gelöschten Ordner per Mail und habe nicht damit gerechnet, dass noch was kommt. Jetzt ist was da, jetzt freue ich mich und was da drin ist, verrate ich euch, wie immer, nach dem Intro. Bis gleich. Wir nehmen uns den Umschlag jetzt einfach mal vor, holen mal alles raus, was drin ist. Hier, zack, daran habe ich erkannt, dass es Diamond Art Gift sein muss. Denn den Stift, ich habe mich schon gewundert, dass er nirgendwo mitkam, den habe ich vor Ewigkeiten ausgesucht. Jetzt, wenn wir den schon in der Hand haben, fangen wir heute mal mit dem kleinsten an und arbeiten uns dann langsam vor. Wir packen den auch mal aus. Den habe ich schon einmal auf meinem Kanal vorgestellt und dann gleich nochmal mitbestellt, denn dieser Stift, der hat einen entscheidenden Vorteil. Irgendwie nervt mich die Kameraeinstellung auch so ein bisschen. Sorry, ich richte euch mal. Und dann gehen wir mal auch ein bisschen raus. Dann kriegen wir das alles ein bisschen besser ins Bild. Obwohl, brauchen wir nicht bei den einzelnen Artikeln so. Den Wackeldackel, den basteln wir noch weg. Den Schatten auch. Mag ich nicht. So, wir haben mit dabei ganz viele Aufsätze. Unter anderem ebenfalls den gebogenen Aufsatz, den Schieber. Die Mehrfachaufsätze in dick und den Standard-Einzelaufsatz. Und hier ist der Vorteil, ihr könnt bei dem Stift die Aufsätze tauschen, was ich sehr praktisch finde. Wenn ein Aufsatz drauf ist, passt halt der Deckel unter Umständen nicht mehr drauf, je nachdem, was ihr drauf habt. Ist aber sehr gut vom Halten her und vom Arbeiten her. Deswegen schmeiße ich mir so einen Stift hin und wieder mal mit in die Bestellung. Für 1,99 kann man da auch nichts verkehrt machen. Ich lasse den mal so ein bisschen im Bild. Dann habe ich noch 2 Teilbilder bestellt, das weiß ich noch. Und ich wusste auch direkt, als ich geguckt habe, von wem das Paket ist, was wir hier drin haben. Und diese Leinwand hat eine Besonderheit. Zum ersten ist sie 30x40 groß. Die meisten Teilbilder, die ich besitze, waren kleiner. Zum zweiten, hoppala, ist das ein super winterliches Motiv. Und auf dieser Leinwand steht auch, das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das innere Bild 25x35 cm groß ist. Das erspart uns das Ausmessen. Und auch schön an dieser Leinwand ist, dass sie ein Muster hat außen dran. Das sind so recht neue Leinwände. An und für sich, ich roll sie mal gerade falsch rum auf, sind diese Leinwände aber recht fest. Wir haben 8, 9 verschiedene Steine. Auch die stelle ich euch vor. Wir haben das Standard-Toolkit. Das lege ich da wieder mit rein. Dann kann ich mir so ein Bild zwischendurch immer mal mit nach unten nehmen. Einen Augenblick, ich knister kurz. Jetzt muss ich euch doch einmal rauszoomen, damit ihr das Bild ganz sehen könnt. Das ist eine Ice Queen, würde ich sagen, oder eine Ice Fairy. Wir haben AB-beschichtete silberne Strasssteine, mega cool. Hellblaue Strasssteine, rosane Strasssteine, meerblaue Strasssteine, also Meeresblau. Wir haben so gräuliche Strasssteine, wir haben dicke AB-beschichtete Strasssteine, geschliffen. Wir haben lilane Schiffchen geschliffen und AB-beschichtet. Hellblaue Tropfen geschliffen und ganz große meeresblaue Tropfen. Das sind die Steinchen zu dem Bild. Wie ihr seht, kommen hier überall die Sondersteine zwischen und auch ganz viel hier oben in der Korallenkrone. Ja, also eine Fairy in dem Sinne. Finde ich cool. Werde ich selbst machen, dieses Bild. Habe ich mir zum Selbstpainten im Winter ausgesucht. Könnt ihr gespannt drauf sein. Die Ergebnisse aus meiner Cookbox wird es dann am Ende des Jahres in einem gesammelten Video geben. Ende des Jahres kommen Videos ohne Ende auf euch zu, in denen ich euch zeige, was ich alles von den Dropshops bearbeitet habe. Dann haben wir, bevor wir zum letzten Bild kommen, das schiebe ich mal aus der Kamera, haben wir hier noch eine Packung von Diamond Painting DIY.
Nut. Irgendwie muss ich mal weiter nach oben. So. Auch da weiß ich nicht mehr ganz genau, was ich bestellt habe. Doch, mir fällt es wieder ein. Ich sehe gerade, dass es hier in der Versenkung ganz unten drin verschwunden ist. Und ich glaube, das ist... Genau. Es sind... Ach, wie süß. Guck mal, es ist eine Holzplatte mit Garderobenhaken, die ich mir selbst für meinen Flur painten möchte. Wir haben hier Klebepunkte drin. Also so, ich denke mal, das sind so richtig feste. Ja, oh, die kleben wie verrückt. Das sind so richtig feste, doppelseitige, oh ja, Klebepunkte. 3 Stück, mit denen ihr eure Garderobe, euer Schlüsselbrett befestigen könnt. Also es ist wie so Patafix in dem Sinne. Habe ich auch noch nicht gesehen, dass das dabei ist. Ein Standard-Toolkit. 3 Haken aus Bronze, also so ein bisschen retromäßig angehaucht. Da ist mir schon eine Schraube aus der Tüte gekommen. Die stecke ich da direkt wieder rein. Ein Schraubendreher. Und die Platte, die nicht vorgebohrt ist. Das wird nicht leicht, da die Haken dran zu bekommen. Also ich hätte es mir gewünscht, dass die ein wenig vorgebohrt wäre, damit wir die Haken irgendwo... Auf der Homepage gibt es das Produktbild, hier aber nicht, weder auf dem Karton, noch gibt es eine Anleitung, was sehr schade ist, damit ich die Schrift oder hier unten auf die Linie... Dann ist es nämlich egal, wo ihr es hinsetzt. So, dann könnt ihr den Haken auch mittig nehmen. Und den anderen halt nach... Oh, ja, schön, wenn man off-cam ist, ne? Also es gibt keine Vorbohrungen in dem Schlüsselbrett. Für was anderes würde ich es gar nicht nehmen. Höchstens noch, um Hundehalsbänder aufzuhängen oder eine Hundeleine. Aber ich habe es mir eher als Schlüsselbrett gedacht. Dann kann man die Schlüssel, den Briefkastenschlüssel und die Haustürschlüssel da fest dran aufhängen. Wir haben die jetzt in einer Metallschüssel auf der Garderobe. Und jedes Mal, wenn man seinen Schlüssel da rausnimmt, dann kommen die Hunde angerannt, weil sie denken, es geht nach draußen. Aber wir können die ja nicht jedes Mal rauslassen, wenn wir uns einen Schlüssel schnappen, ne? Ja. Ich zeige euch das nochmal genauer und ich zeige euch auch die Steine. Also wir haben hier die Frösche und die Schrift Welcome Home auf einer Holzplatte. Ich würde die, glaube ich, komplett versiegeln, wenn ich die Haken angebracht habe. Damit die leichter reingeschraubt werden können. Ich denke mal, die Schrauben sind so spitz, dass ihr die einfach reinschrauben könnt. Müsst ihr halt dann in dem Sinne gut festhalten. Und ich gehe davon aus, dass die Plättchen wirklich dafür da sind, um das Ganze an eure Wand zu kleben. Würde ich auch machen, wäre mir Wumpe. Irgendwie kriegst du das wieder ab und dann kannst du es nochmal überstreichen im Notfall. Den Flur muss man aufgrund der Hunde eh öfter streichen. Also wer es nicht weiß, ich habe 2 Chihuahuas. Die sich gerne erst drinnen schütteln. So, ich zeige euch noch die Steine, die dabei sind. So viel Zeit muss sein. Nach unten gucken fällt mir heute ein bisschen schwer. Auch das Painten fällt mir heute ein bisschen schwer. Wir haben gelbe Schiffchen. Wir haben unsere Lieblingssteine, die Rosen, dabei. Weiße geschliffene Schiffchen. Grüne Strasssteine in 2 Farben. Rosane und silberne Strasssteine. Blaue und gelbe Strasssteine. Orangene, braune Strasssteine und schwarze normale Steine für die Schrift und den Kontrast. Auch die Steine stecke ich ohne das Tütchen. Das ist so mehr Plastik. Kann ich schon mal entsorgen. Stecke ich ohne das Tütchen wieder in die Verpackung zurück. Entschuldigt das Geknister. So, dann nehmen wir die auch einmal aus dem Bild. Ein Produkt haben wir noch. Und zwar noch ein Teilbild mit dem schönen Rahmen, mit der Verzierung. Ja, das wird definitiv das allerletzte Dropshop-Video für dieses Jahr sein. Ich weiß nicht, was ich mit meinen Kooperationen nächstes Jahr anstelle, aber dieses Jahr möchte ich den Rest des Jahres meinem Content widmen, meinen Partnern, meinem Stash-Detox und dem Stash allgemein, den Jahresrückblick, den Winter-Events, die jetzt noch kommen und auch gerade aktuell meinem Bohrer- und Schüttelfrost-Event, an dem ich teilnehme. Ist nicht mein Event, sondern das Event von Katrin von Chaos on Tour hier auf YouTube. Aber ich nehme halt aktiv daran teil.
Wir haben dieses Tablet hier mit der Schildkröte. Hier steht die Innengröße nicht drauf, obwohl es dieselbe Firma zu sein scheint. Wir haben 10, 12, 13 verschiedene Steinchen. Die Schildkröte, die auf dem Kissen mit der Decke zugedeckt ist und darauf schläft, auf dem Meeresgrund, wie es aussieht. Ja, wir haben auch hier ein Standard-Toolkit und folgende Farben, die ich euch auch jetzt einmal auspacken werde. Ich packe die Steine immer so ins Bild zurück und entsorge die Plastiktüten dann schon, weil ich habe ja die Tüte vom Bild. Oha, ich sehe schon was. Ich sehe coole Steine. Ich glaube, deswegen habe ich es auch ausgewählt. Wir haben grüne und graue Strasssteine, grüne und orangene Strasssteine, hellbraune und silberne Strasssteine, gelbe und rosane Strasssteine, meeresblaue Strasssteine und jetzt kommt's, wir haben silberne Sterne, also Steine in Form von Sternen und da kommen auch ganz schön viele hier auf die Decke und aufs Kissen. Wir haben schwarze Bobbles ohne Strass. Mal gucken, welche das ist. Das C. Mal gucken, wo die hinkommen. Auf die Schildkröte kommen die. Dann haben wir grüne Bobbles, also grüne Halbperlen in Strassoptik. Das ist das D. Die kommen. Wo kommen die hin? Auf die Pflanzen, auf die Algen, überall verteilt. Und wir haben weiße Perlen. Das ist das E. Die sind überall auf den Muscheln und im Meeresgrund verteilt. Das sind welche, also die mit der AB-Beschichtung, das sind in Tropfen oder Perlenform meine Lieblingssteine. Genau wie solche Sondersteine wie die Sterne oder die Rosen. Das sind die Steine, die dabei sind. Auch die packen wir wieder mit dem Toolkit zusammen ins Bild. Denn einige der Teilbilder sind tatsächlich als Geschenke ausgesucht. Die Elfe nicht, aber zum Beispiel die Schildkröte. Wir nehmen die so wieder mit ins Bild. Ich hole euch mal alles, was ich mir ausgesucht habe, wieder ran und dann könnt ihr euch in den Kommentaren entscheiden, was euch am besten gefallen hat. Hier ist die Elfe nochmal. So, schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welches dieser vier Produkte euch am besten gefallen hat. Also ich muss euch sagen, mein Favorit, meine Favoriten sind das Schlüsselbrett und die Elfe, die winterlich angehauchte. Die finde ich sehr schön. Und ja, das war Diamond Art Gift das letzte Mal. Ich wollte sie eigentlich nur einmal auf meinem Kanal vorstellen, habe mir dann aber doch gesagt, komm, jeder hat zwei Chancen verdient. Es ist auch alles super gewesen in der ersten Bestellung. Das könnt ihr auf meinem Kanal sehen. Sucht einfach nach Diamond Art Gift. Das ist die zweite Bestellung. Auch hier alles in Heile, alles in Ordnung. Ich habe genau das bekommen, was ich bestellt habe. Allerdings erst nach 7 Wochen, was mich sehr wundert. Also für die, das ist bei Kunden nicht der Fall, aber für die Kooperation hat sich diese Firma sehr viel Zeit gelassen. Und wenn du Content produzierst, dann kannst du dir nicht einfach 7 Wochen Zeit lassen. Eigentlich läuft das bap, 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 Woche für Woche hast du irgendeinen Dropshop, wo du dir Produkte aussuchst, damit du jede Woche Content liefern kannst, im besten Fall. Bei einigen Firmen klappt das, bei einigen, wie zum Beispiel hier jetzt nicht. Und da aber die Kiste voll ist, das könnt ihr auch auf meinem Kanal sehen, habe ich mich dafür entschieden, die Kooperation erstmal zu kippen, ein bisschen zu verschenken, ein bisschen abzuarbeiten. Darum hier noch ein letztes Mal. Diesmal ist nichts mehr in der Pipeline. Ich habe alles direkt weggeklickt, wenn ich angefragt worden bin. Und ja, mit dem Video beende ich es jetzt tatsächlich. Also ich kann nichts dafür, dass ich in dem Fall doch noch immer mal wieder ein Unboxing filme. Ich habe mich aber trotzdem gefreut, nicht falsch verstehen. Ich habe halt nur was anderes gesagt, als ich hier gezeigt habe. Aber wenn die Ware kommt, kann ich jetzt nicht einfach sagen, nö, habt euch 7 Wochen Zeit gelassen, zeige ich jetzt nicht mehr. Ich finde, so hoch sollte man die Nase in dem Fall nicht tragen. Und darum habe ich jetzt gesagt, okay, die Produkte sind schön. Ich habe das bekommen, was ich bestellt habe und ich werde es jetzt zeigen. Und hier ist es. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben und mit einem Kommentar, wie euch die Sachen gefallen haben. Ich werde den Shop in meiner Videobeschreibung verlinken. Rabattcodes zu diesem Shop findet ihr immer direkt auf der Homepage. Ich habe jetzt keinen festen Kooperationscode mit der Firma. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal und einen guten Start ins Wochenende, wenn ihr dieses Video direkt am Freitagabend schaut. Bye!